Hallo Leute, grüß euch. Willkommen bei meinem neuen Videoblog. Und wie immer, ihr habt es sicher schon gesehen, es geht diesmal um ein Vario. Und zwar das Skytrax 2.1. Ja, warum es 2.1 heißt, weiß ich nicht. Da wird sich der Hersteller sicher was darunter gedacht haben. Aber ja, soll so sein. Denn meiner Meinung nach ist dieses Vario höchst interessant und steht den Skytrax 3 nicht besonders viel nach, also was es kann an Funktionalität. Ja, aber schauen wir uns das einmal dann im Video genauer an. Finde das recht spannend. Und ja, ihr seht das eh, warum ich da den Rucksack eigentlich um habe, um mich da gerade vom Landeplatz auf den Weg mache. Das Skytrax, das 2.1, hat eine sehr interessante Funktion und die will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten und zeigen. Dazu gleich ein bisschen später. Bis dann, marschieren wir los. Schauen wir uns einmal das Skytrax 2.1 ein bisschen genauer an. Ja, und ihr seht es ja eh schon, so kommt das Vario geliefert in einen netten kleinen Karton. Und in diesem Karton ist natürlich das Vario selber drinnen. Hier auf dem Bild zu sehen in der mitgelieferten, sehr praktischen und meiner Meinung nach recht schicken Transportschutzbox. Dann ganz wichtig die Kurzanleitung zur Erstinbetriebnahme des Varios, ein USB-Kabel und ganz toll ein USB-Schnellladegerät. Und auch, das ist hier nicht zu sehen, ein selbstklebendes Klettband, dass man das Vario auf den Cockpit, ihr habt das hier auch schon gesehen auf den Bildern, auf den Cockpit zum Befestigen geht. Und hier die umfangreiche Anleitung, die man von der Homepage von Skytrax herunterladen kann. Schauen wir mal gemeinsam ein wenig in diese Anleitung hinein, denn so kann ich euch das Vario mal ein wenig genauer vorstellen. An dieser Stelle auch einmal vielen Dank an die Firma Skytrax, dass ich diese Grafiken auch hier in diesem Video verwenden durfte. Was noch zu erwähnen ist, dass es sich hier um die Vollversion, wenn man so sagen will, des Skytrax 2.1 sich handelt. Denn es gibt auch eine etwas abgespecktere Version ohne FLAM und ohne Farnet Plus. Bei diesem Modell fehlt dann, wie hier am Bild zu sehen, die Antenne. Aber das Tolle ist, wenn man möchte, man kann diese Funktionen, eben das Farnet Plus und das FLAM, nachrüsten. Nun, jetzt aber mal zum Gerät selber. Hier sieht man ja mal die Übersicht über das Gerät mit den Tastenfunktionen, Anschlüssen etc. Jeder, der schon ein Skytrax Vario hatte, wird sich da sofort zurechtfinden, denn die Bedienung ist da sehr, sehr einfach. Das Gerät kommt mit 4 logisch zu bedienenden Tasten sehr gut aus. Was mir am Skytrax 2.1 gleich einmal sehr gut gefallen hat, ist das äußerst übersichtliche Menü. Da bleibt nichts im Unklaren und man findet sich da sehr schnell zurecht und findet die Punkte, die man da verstellen möchte. Und diese sind da sehr, sehr reichlich. Noch ein wenig was zum Hauptmenü. Ihr seht es da ja, der Modus ist hier schwarz, der schwarz unterlegte Modus steht hier auf Fliegen. Ja, und den kann man umstellen und zwar auf den Begriff Wandern. Und zu diesem sehr interessanten Feature möchte ich euch dann noch etwas später gerne sagen. Etwas zu den akustischen Leistungen des Skytrax 2.1, denn die sind gewaltig. Es hat schon einen Grund, warum es da mal auf 40% voreingestellt ist, denn bei 100% lässt es auch die Umgebung nicht im Unklaren, wie gut dass man steigt. Naja, im Pulk könnte das ja recht spannend sein, wenn man seine Mitflieger frustriert, wenn man besser steigt, denn die hören das garantiert. Eine sehr, sehr schöne Sache ist auch, dass man das Ansprechverhalten, sprich die Empfindlichkeit des Varios, individuell einstellen kann. Besonders erfahrene Piloten werden die umfangreiche Konfigurierbarkeit da sehr zu schätzen wissen.
schauen wir sich einmal an, was das Vario im Flug so anzeigt, denn das ist ganz schön viel. Es gibt da 6, wenn man so sagen will, Standardseiten, die auch konfigurierbar sind. Fangen wir mal mit dem Hauptbildschirm an, der nennt sich hier klassische Seite. Das ist das Bild, was wir zu sehen bekommen, wenn wir das Vario aufdrehen. Ja, zu den Anzeigen denke ich einmal, braucht man da nicht viel sagen, die sind ja selbsterklärend. Was aber vielleicht einmal zu erwähnen ist, dass die Anzeigen sehr gut zum Ablesen sind, dank des monochromen Bildes, auch bei Sonneneinstrahlung. Also das ist wirklich ganz toll. Ganz fein ist auch das sehr leistungsfähige GPS-Modul, das im Skytrax 2.1 wohl eingebaut sein muss. Denn am Startplatz, also wenn man das Gerät startet, findet es sehr, sehr flott genug Satelliten, dass es eine wirklich gute Höhenangabe zeigen kann. Der nächste wählbare Bildschirm ist die Kartenseite. Apropos wählbar, die Seiten lassen sich auch im Flug ganz einfach mit der OK-Taste wählen. Also ein Druck kommt man zur nächsten Seite, bis man halt durch ist. Jetzt aber weiter mit der Kartenseite. Vorweg ist aber schon einmal anzumerken, bitte verwechselt diese Anzeige nicht so, wie es Google Maps und dergleichen anzeigt. So genau ist das Ganze natürlich nicht. Genau in dem Sinn, dass da keine Straßen, Ortschaften, Flüsse, also keine Karte, also keine Landkarte dargestellt wird. Dargestellt wird, was für uns Flieger natürlich wichtig ist, das sind einmal die Lufträume und Start- und Landeplätze. Was natürlich auch zum Sehen ist, ist die eigene Flugspur, also sprich das Tracking. Die nächste Seite, also sprich Bildschirm, ist der Thermikassistent. Wie hier unschwer zu erkennen an der Grafik, der Kreis stellt die Thermik dar. Also ich nehme mal an, das beste Steigen, der beste Bereich des besten Steigens. Ja, und die Flugspur, die hier angezeigt wird, das ist der Clou des Thermikassistenten. Denn diese wird vorberechnet. Nur, das wird, nehme ich einmal an, nur funktionieren, wenn man auch schon einmal durch die Thermik durchgeflogen ist. Aber so fällt es einem wohl recht leicht, in den Thermikbereich drinnen zu bleiben, zumal auch der Windversatz mitberechnet wird. Aber Achtung, liebe Leute, bitte, wir fliegen nicht nach Instrumentenflugregeln. Das heißt, man muss, das versteht sich doch von selber, immer sein Flugumfeld im Blick haben, um Kollisionen zu vermeiden. Wenn man da natürlich ständig auf sein Instrument schaut und nicht mitbekommt, was um einen herum so geschieht, kann das einmal sehr schnell sehr gefährlich werden. Besonders in dicht beflogenen oder dichter beflogenen Fluggebieten. Und weiter geht es mit den Dreiecksassistenten. Nein, das ist kein Zeichenprogramm. Naja, mal Scherz beiseite. Die Streckenflugpiloten unter euch werden das natürlich sofort wissen. Da geht es um die Berechnung eines zu fliegenden Dreieckes, das natürlich in den diversen Contests die meisten Punkte bringt. Ich bitte mal um Nachsicht, dass ich hier die Funktionsweise des Assistenten nicht näher erläutere, denn dies würde sicher mal den Zeitrahmen des Videos hier gewaltig sprengen. Das Video soll nicht auch wieder mal so lange werden. Wer sich dafür interessiert, bitte schaut in die Online-Anleitung hinein. Da ist es ganz genau beschrieben, wie das funktioniert. Der nächste Bildschirm zeigt die XXL-Seite. Ja, das ist, würde ich einmal sagen, selbsterklärend. Da geht es eigentlich, einen Bildschirm zu haben mit weniger Daten, der Übersicht wegen. Ich persönlich würde mir eher statt den Vario die KMH, also die GPS-Geschwindigkeit, darstellen lassen. Denn das Vario habe ich an sich ja sowieso akustisch. Und weiter geht es mit dem Fahrnet-Bildschirm bzw. Seite. Ja, das Fahrnet ist, würde ich mal sagen, ein Zentralfeature des Skytrax 2.1. Denn das Zauberwort, würde ich einmal so sagen, nennt sich vernetztes Fliegen.
Also ich finde, Fahrnet ist eine sehr spannende Sache, denn alle Piloten, die ein Fahrnet-Gerät an Bord haben, dieses natürlich auch aktiviert ist, ja, da können die Piloten untereinander sehen, im Empfangsbereich bitte auch, weil unendlich reicht das nicht, das muss klar sein. Also sie sehen dann, was die anderen Piloten so machen, also in welcher Entfernung da sie sind, ob sie steigen, ob sie, ganz ganz wichtig, gelandet sind, sprich eine Außenlandung absolviert haben. Ja, so weiß man immer, wo der andere sich gerade aufhält. Und das kann natürlich ein ganz schön großer Sicherheitsvorteil beim gemeinsamen Streckenfliegen sein. Denn gemeinsam im Pulk, also in der Gruppe, lässt es sich oft einfacher auf Strecke gehen als alleine. Ja, und da könnte das System eine sehr, sehr gute unterstützende Funktion haben. Was das Skytrax 2.1 auch noch an Bord hat, ist ein passives Flammsystem. Dieses ist bei den Segelfliegern sehr weit verbreitet und das Flamm ist eigentlich nichts anderes wie ein Antikollisionssystem. Wenn Flamm im Skytrax aktiviert ist, können Segelflugzeuge, natürlich auch alle Flugzeuge, die ein Flammsystem installiert haben, erkennen, wann Kollisionsgefahr besteht. Das Flammsignal sollte man aber erst dann aktivieren, wenn man wirklich den Hausberg verlässt, auf Strecke geht und man damit rechnen muss, dass man auch viele Segelflieger auf dieser Strecke begegnet. Ich möchte hier gern noch ein wenig auf das Thema vernetztes Fliegen eingehen. Wichtig ist hier zu erwähnen, dass das Skytrax 2.1 nicht das Mobilfunknetz benutzt. Dies hat sicher den Vorteil, dass keine weiteren Kosten entstehen, aber wiederum, man muss beachten, dass dieser ganze Datenaustausch nur im Funkbereich der Fahrnet-Geräte funktioniert, respektive in der Reichbarkeit von OGN-Stationen. OGN heißt Open Glider Net. Und genau diese OGN-Stationen bieten draußen, also wenn man draußen im Gelände unterwegs ist, die Verbindung zum Internet. So ist, wie man hier auch in der Grafik sehen kann, das Online-Tracking möglich. Für das Live-Tracking kann man die Portale GliderNet oder LiveTrack24 benutzen. Ein sehr interessantes Sicherheitsfeature ist auch, dass man über das Fahrnet-Netzwerk auch SOS-Rufe abgeben kann, zum Beispiel nach einer missglückten Außenlandung. Alle Piloten, die im Empfangsbereich sind, sehen diese SOS-Nachricht und werden auch zu dieser Unfallstelle hingelotst, aber natürlich nur, wenn diese im Empfangsbereich sind. Nun, ich möchte hier gern noch einmal auf das Thema Lufträume eingehen, denn auf der Kartenseite hatte ich hier ja schon erwähnt, dass die Lufträume angezeigt werden. Das Skytrax 2.1 hat da nämlich auch noch eine sehr interessante Funktion, nämlich die Warnung bei Annäherung von Lufträumern, das sogar in Sprachausgabe. Hier in diesem Menü kann man die Parameter eingeben, ab wann diese Warnung erfolgen soll. Und da bedarf es halt den horizontalen und vertikalen Abstand, ab wann diese Warnung eintritt. Empfehlenswert ist aber auch, dass man diese Entfernungen nicht zu knapp wählt. Was man hier an diesem Bild auch sehr schön sieht, ist, wenn man länger auf einem Menüpunkt bleibt, erscheint noch ein Erklärtext über die Funktion. Nähert man sich eben solch einen Luftraum, springt der Bildschirm auf den hier gezeigten um und es kommt eben zu dieser Warnung. Maßgeblich sind natürlich, wie schon erwähnt, die eingegebenen Parameter, ab wann diese Warnung eintritt. Zu sehen sind dann eben auf diesem Bildschirm der Luftraum selber, also auch mit der Anzeige, um was für einen Luftraum es sich hier handelt, und dann auch die Annäherungswerte, also horizontal und vertikal. Angezeigt wird auch natürlich die, nehmen wir es einmal so, die Fluchtrichtung, also die Richtung, in der man sich von diesem Luftraum entfernt.
Fliegt man nun in diesen Luftraum hinein, gibt es sofort eine nächste Warnung, auch in Sprachausgabe. Der Bildschirm springt um und man sieht dann die Koordinaten, also vertikal und horizontal, wie weit man sich in diesem Luftraum drinnen befindet. Und natürlich gibt es auch wieder eine Wegrichtungsanzeige, wie man aus diesem Luftraum hinauskommt. Was da zu beachten ist, es gibt natürlich Lufträume, in die wir sehr wohl einfliegen dürfen. Da ist es natürlich ratsam, die ICAO-Karte zu studieren, um zu wissen, was es da für Lufträume gibt, ob man da reinfliegen darf oder eben nicht. Wie heißt es doch so schön? Nach dem Flug ist auch vor dem Flug. Ja, der Skytrax 2.1 bietet eine ganze Menge Fluganalysefunktionen, die man auch schon im Gerät abrufen kann und nicht gleich den PC oder respektive Computer braucht. Und wenn man möchte, kann man sich auch den Flug, wie man hier am Bildschirm sieht, auch animiert im Kartenfenster anzeigen lassen. Oder auch im Startbildschirm die ganzen Daten ablaufen lassen. Dabei lässt sich die Wiedergabegeschwindigkeit vorwählen. Natürlich lässt sich das Skytrax 2.1 auch herkömmlich wie bei den meisten Varios auch über den Computer auslesen. Ja, aber das Feine daran ist, dass man zum Auslesen keine dezidierte Software benötigt, denn das Skytrax 2.1 scheint als eigenes Laufwerk auf. Und öffnet man das Laufwerk, kommt man, ja, wenn man so sagen will, zu den Innereien des Varios. Ja, und der erfahrene PC-Fachmann wird da natürlich gleich erkennen, dass das Skytrax 2.1 nichts anderes wie ein Computer ist, also mit allem drum und dran. Und da wäre ich halt auch ein bisschen vorsichtig als normaler Pilot, sich da auszutoben und nur die für mich relevanten Ordner angreifen. Das wären zuerst einmal eben der Ordner mit die Flights, der nächste dann der Ordner mit die Hikes. Zu diesen Hikes-Ordner dazu noch ein bisschen später. Ja, und da seht ihr auch noch, da gibt es den Ordner Waypoints. Bitte das nicht verwechseln, das hat nichts mit Waypoints zum Wettbewerbfliegen zu tun, denn darin enthalten sind die ganzen Start- und Landeplätze. Im Flight-Ordner selber sind die ganzen Flüge nach Jahr, Monat und Tag sortiert. Man wählt dann eben den entsprechenden Tag aus und man kommt auf die gewünschte IGC-Datei, die man dann weiter verwenden kann. IGC-Dateien werden ja allgemein für die diversen Online-Contests benötigt. Schauen wir mal in den Ordner Hikes hinein, denn genau in diesen Ordner kommen die ganzen Daten hinein, wenn man den Modus von Fliegen auf Wandern im Vario umstellt. Ihr habt es ja sicher schon erkannt, der Hike-Ordner ist genauso wie der Flight-Ordner aufgestellt. Nur der Unterschied ist, dass das aufgezeichnete Datenformat nicht IGC, sondern GPX-Dateien sind. Diese Dateien lassen sich in Doorama oder wie es jetzt heißt AIRI gut verwenden. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Skytrax 2.1 noch so einiges an Neuerungen bekommen wird, also an Updates. Weil dank dieser offenen Plattform ist es ja, so denke ich einmal, recht leicht möglich. Ja, vielleicht sogar kommen da, dass man Wegpunkte eingeben kann und das Gerät auch zum Streckenfliegen, also zum Wettkampffliegen verwenden kann. Ja, aber im Grunde gibt es da ja schon das Skytrax 3. Das Skytrax 2.1 ist eigentlich eher ein Hike-and-Fly-Vario. Natürlich kann man das Vario auch sehr gut zum herkömmlichen, unter Anführungsstrichlein, Streckenfliegen verwenden. Hier ist ja auch schon das Wort Updates gefallen. Ja, das geht mit dem Skytrax 2.1 ganz, ganz einfach. Man kann dies, wie gewohnt, das über den Computer, sprich PC machen, aber auch dank des eingebauten WLAN-Moduls geht das auch im Heimnetzwerk. Also über WLAN kann man das Gerät ganz einfach auf den neuesten Stand halten. Wie hier schon ganz am Anfang dieses Videos erwähnt, möchte ich jetzt zum Schluss auf ein
kann man sagen, zentrales Feature des Skytrax 2.1 eingehen, nämlich den Hike-Modus. Denn man kann nicht nur, wie hier schon ersichtlich war, die Wanderrouten aufzeichnen, sondern man kann auch GPX-Dateien, also Wanderrouten von anderen Geräten oder Plattformen, hier mittels GPX-Datei auch einspielen. Erwähnt ist hier mal zum Beispiel die Plattform Hike and Fly Info. Ja, und dieses tolle Feature des Skytrax 2.1 wollte ich natürlich auch gleich einmal testen. Und so habe ich nach einem Flug, also nach einem Fly, eine kleine Wanderung von mir und die habe ich aufgezeichnet, weil ich musste dann natürlich mein Fahrzeug auch wiederholen. Ja, und das ist dann herausgekommen. So schnell wie hier in dem Video war ich natürlich nicht unterwegs. Zum Abschluss hier noch ein kleines Resümee über das Skytrax 2.1. Muss unterm Strich sagen, ein geniales Gerät, kann wahnsinnig viel und ist dabei eigentlich ganz klein. Somit ist ja schon mal eine Zielgruppe auch angesprochen, zwar die ganzen Hike-and-Fly-Piloten, denn wie man hier sieht, die Hike-Funktion, das Aufzeichnen ist interessant, man kann Routen einspeisen, auch also einspielen ins Gerät, also mit der Kartenfunktion gibt es dann auch eine Orientierung, dann ja, Live-Tracking ist möglich und. Das Gerät kann so viel, dass ich leider in den Zeitraum, wo ich das Vario dankenswerterweise zur Verfügung hatte, nicht alles natürlich austesten konnte. Wer da ein bisschen näher in die Materie reingehen will, kann ich nur empfehlen, einmal einen Blick auf die Skytrax Homepage zu schauen und sich die Online-Anleitung für das Vario zu Gemüte ziehen. Da gibt es auch eine ganze Menge Infos. Was vielleicht doch noch zu erwähnen ist, das Skytrax 2.1 hat einen fix eingebauten Akku. Aber das ist nicht so tragisch, denn dieser hat eine recht hohe Kapazität oder respektive das Gerät braucht wenig Strom. So soll man 40 Stunden mit dem Akku auskommen. Und laut meines Tests hier scheint dies auch ein sehr reeller Wert zu sein. So, und schon sind wir wieder am Ende des Videoblogs. Ja, ich bin da gerade angekommen am Sonnenuhrparkplatz direkt am Fuße der Hohen Wand. Ich denke, ihr seht das vielleicht eh im Hintergrund. Ja, und somit konnte ich euch ein ganz ein nettes Feature des Skytrax 2.1 zeigen, eben diese Wanderaufzeichnung. Ich finde, das ist eine ganz eine nette Sache, vor allem für so Walk-and-Fly-Geschichten. Könnte recht interessant sein. Ja, vielleicht sogar unter Umständen fürs Border Race, für den Border Race Bewerb. Ja, wer weiß. Müssten wir mal schauen, wie sich das bewährt. Also das Vario hat mir da sehr, sehr gut gefallen. Ja, da muss ich auch natürlich vorweg gleich mich einmal beim Pierre Gasteiger vom Parashop Kössen ganz, ganz herzlich bedanken, denn er hat mir das Vario unkompliziert und sehr flott zur Verfügung gestellt, ein niegelnagelneues. Das muss mal schon erwähnt werden, das ist nicht so ohne. Und kann ich auch gleich einmal vorweg sagen, wem das Vario interessiert und vielleicht sogar Gefallen daran gefunden hat und ich ihm ein bisschen Guster gemacht habe mit dem Video auf dieses Vario, der Pierre bietet eine Umtauschaktion an. Also ihr könnt, wenn ihr wollt, euer altes Vario in Zahlung geben und somit gibt es sicher dann einen sehr, sehr guten, günstigen Preis für das Vario. Redet einmal mit ihm. Mit ihm kann man ganz leicht in Kontakt treten, eben über die Homepage oder über Facebook. Alles kein Problem. Der Pierre antwortet da ganz, ganz flott und schnell. Kann ich wirklich empfehlen. Ganz ein netter Kerl. Danke, Pierre. Hat super geklappt. Thumbs up, muss man mal sagen. Na gut, jetzt haben wir am Ende vom Video. Hoffe, das Video war für euch ein bisschen aussagekräftig und hat euch gefallen. Kann ich nur eins sagen, weiteln,
bis zum nächsten Videoblog. Servus und grüß euch. Ciao.